So, speichern. Also schnell speichern. Und wir können jetzt. Moment. Ne, hier war das gar nicht. Da oben war es, glaube ich. Ja, genau, da ist die Brücke. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bei der Brücke. Doch, da bin ich hier einmal auf alle Fälle gewesen. Oh, hier ruckelt das gerade richtig. Das liegt jetzt nicht am Stream, sondern das ist wirklich das Spiel gewesen. Oh. Ah, okay. Der scheint irgendwie die neuen Gebiete jetzt nebenbei zu laden. Das hat man eben auch an dem Aufploppen von den Texturen gesehen. Navea-Fluss. Nach Seehafen gen Norden, nach Kathal gen Südwesten. So, einmal alles aufdecken und hier, ja, da ist Seehafen. Hey. Oh, wow. Es ruckelt. So, hier geht's. Ne, hier geht's nicht weiter. Ohne Schalassersegen. Achso, ich wollte mal was gucken. Ja, hier haben wir Solanas-Segen. Steigert den Widerstand aller eurer Gruppenmitglieder gegen Erdmagie um 5. Das Geschenk des Elementardrachen der Erde befähigt euch außerdem, Wege durch Dickichte zu finden, wo andere scheitern. Achso. Und erster Akt abgeschlossen. Ihr habt den Angriff auf Burg Portmeron vereitelt und den Statthalter gerettet. Zweiter Akt, dritter, vierter. Ah, Paladin, Pfadfinder, Druidenältester und Erzmagier. Okay. Und hier sind die Segen. Also das hier oben ist im Grunde insgesamt gesehen so unser Fortschritt. So. Oh, da sind schon Gegner. Nee, nee, nee. Ich will jetzt erstmal hier rein nach Seehafen. Es dauert so ewig, bis man die 600 Punkte für Sonic voll hat. Ach so! Ach so, die Punkte. Ja, ich wusste gerade gar nicht, was du meinst. Ja, das kann ich sowieso mal umstellen bei Gelegenheit. So, neue Stadt. Und die ist noch ein bisschen größer als. Na, wie heißt es? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Sorbigal, genau. Willkommen in Seehafen, Schatzjäger. Haltet euch aus allem Ärger heraus. Ja, wir doch immer. Stadtgarnison. Ich will jetzt hier auch mal wegen Meister mit beidhändigen Waffen. Genau wegen solchen Sachen. Ich halt mal gucken. Was hast du? Oh, Experte mit dem Schild. Aber wir haben ja noch gar keinen. Speer haben wir auch nicht. Aber leichte Rüstung. Sehr schön. So, da haben wir schon mal das erste Something gefunden. tells me the locals will have Und watched ich weiß, us. dass ich beim Really? anderen Spiel schon It's as auch if they've schon. been waiting for us to solve all that problems. Oh Mann, hör auf zu labern. Pulsierende Violette. Achso, gegen Primärmagie war das, ne? Genau. Yes. nee, ich weiß, dass ich bei dem anderen Spielstand, dass ich da schon Meister der Feuermagie auf alle Fälle war. Und ja, muss ja dann irgendwo hier sein. Weil weiter hatte ich ja nicht gespielt. Also, naja, kaum weiter, storytechnisch. Aha, oh Gott, so viele Wege. Also am Anfang muss man sich hier natürlich erstmal ein bisschen orientieren. Nee, nee, nee. Das liegt tatsächlich nicht am PC in dem Fall. Der Rest läuft ja auch ordentlich. Das liegt tatsächlich an dem Spiel. Das habe ich auch bei anderen Leuten schon gesehen. Also, ne, was heißt bei anderen Leuten? Bei Gerogon hatte ich es schon gesehen. Der hatte da auch Ruckler drin. Ja. Did you see Hier. that? Ach, nee, nee. Ich wollte erstmal den ganzen südlichen Bereich hier. Sonst wird das. Ach, ich bin eben in die falsche Richtung wieder gegangen, oder? Naja, das ist der von eben. Gut, ich hatte sowieso nicht geguckt, ob da mehr als eine Person drin ist. Und war aber nicht. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch noch so viel Zeug hier zu verkaufen. Sollte ich vielleicht erstmal irgendwo einen Händler suchen?
Alles erforschen. Labor des Astronomen. Auch, oh, ja. Ein Auftrag. Ja gut, ich habe den jetzt, ich habe das Ganze jetzt gar nicht vorgelesen. Was? Ah, der hat sich der Gruppe angeschlossen, okay. Ah, toll. Was hat denn der noch anzubieten gerade? Egal was es war, da kommen wir jetzt erstmal eine Weile nicht ran. Achso, ja, hier war ich beim anderen Spiel schon ja schon so ein bisschen verwirrt, weil ich, ja, ich weiß nicht, was hier sein soll. Ich denke mal, hier wird irgendwann, keine Ahnung, später, wenn wir irgendeinen bestimmten Auftrag haben oder so, noch was sein. Aber dieses Gebiet hatte mich halt, wie gesagt, ein bisschen verwirrt. Hier geht's nirgendwo mehr hin? Nö. Hier vielleicht noch? Nö. So, schnell raus da, das Fliegengeräusch, das macht dann ja wahnsinnig. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Aber hier können wir schon mal ein paar Sachen verkaufen. Beziehungsweise auch reparieren, ne? Ja, hier Reparatur. 25, das ist gar nichts. Und die Achse ist wie neu. Einmal ein bisschen Klatsch. Auftrag Sternschnuppe. Seit langer Zeit bin ich auf der Suche nach Sternsilbererz. Dieses heilige Metall ist selten, da es sich nur in herabgefallenen Sternschnuppen findet. Edwin, der Astronom, hat mir erzählt, dass vor einigen Tagen ein Meteorit in die trostlose Wildnis gestürzt ist. Bringt mir das Sternsilber, dann kann ich euch eine Klinge schmieden, die Aschans größten Helden würdig ist. Oh, das machen wir doch. So, dann wird jetzt erstmal verkauft. Lederarmschienen, ja, die wird, Robagosch, genau. Ich muss selber immer beim Namen überlegen. Ich weiß selber immer nicht mehr, wie ich ihn überhaupt genannt habe. Ja, die wird er halt niemals benutzen können. Weil er gar kein Weithändig haben kann. Achso, ja. So, der Rest ist magisch. Oder halt... das kann weg, den habe ich so schon. Magie aufheben. Ha. Oh. Nee, den behalte ich mal. Und zermalmendes Gewicht. Achso, das war das mit... Ja genau, 15% der aktuellen Lebenspunkte gehen beim Gegner verloren. Ist natürlich nicht schlecht. Ja. Was hast du eigentlich an sich anzubieten? Oh, ho, 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 ho. Du hast schöne Sachen. Ja gut, aber... Oh. Imperiales Claymore. Ja, hier auch wieder beidhändig. Und aus irgendeinem... Oh, das ist teuer, das Ding. Großes Seidenschwert. 13.000. Oh, sind das geile Sachen hier. Alles so teuer, verdammt. Oh, die Rüstung sieht cool aus. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Egal. So, gehen wir einmal hier lang. Ich glaube, hier hinterm Haus ist nämlich auch noch was gewesen. Oder? Achso, ja, ein Fass. Pulsierende grüne Flüssigkeit. Und Widerstand gegen Erde. Yes! Hier geht's noch lang. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Oh Gott. Das Game ist doch so klein, das kannst du auch sicher komplett in den RAM hauen. Naja, so klein ist das jetzt auch nicht, würde ich mal sagen. So. Was haben wir hier? Die Windschwerter-Garnison. Okay, hier könnten auch wieder irgendwelche Ausbilder sein. Klatsch. Na, viel zu viel. Und Schwarze Garde. Ja, die suchen wir sogar. Mehr sind hier nicht. Ich meine, hier stehen noch drei weitere Leute rum, aber die können wir halt nicht anwählen. Also mit denen können wir nicht reden.
So, so, so. Da ist noch ein Fass. Pulsierende Weiß. Weißverluft, glaube ich, ne? Genau, Gegenluftmagie. Hi, Zorgo. Ein Rentner am Stream. Wo? Verlink mal. Ah, du kannst ja wirklich links reinstellen, verdammt. Schade. Hätte klappen können. So, so, so. Hier noch aufdecken. Ah, hier sieht man das so schlecht, was man schon aufgedeckt hat. Ich erinnere mich auch, dass es hier noch ein Gebiet gibt in dieser Stadt, wo man das auch sehr, sehr schlecht sieht. Und ich merke gerade, ich gucke schon wieder viel zu sehr auf die Karte unten und da kann es dann passieren, dass ich irgendwas direkt vor mir übersehe. Aber weil ich in dem Moment halt ja, auf die Karte gucke. So, so, so. Hier ist schon mal alle Felder soweit abgegangen. Hier kann ich noch lang gehen, alles aufdecken. Wie gesagt, es gibt halt irgendwie auch ein Achievement. Ich weiß aber nicht, ob man da, also das besagt halt einfach nur so sinngemäß, ja, die ganze Insel erforschen. Ich weiß nicht, ob das wirklich heißt, dass man hier jedes einzelne Kästchen aufdecken muss. So, Auftrag. Ja, machen wir erstmal hier. Klatsch. Aha, zurück. Achso, Quatsch. Auftrag, genau. Vor 2 Jahren ist Lord Hart, einer der größten Ritter des Imperiums, nach Seehafen gezogen. Ich hege schon lange den Verdacht, dass Hart etwas verbirgt. Etwas in seinem Verhalten war schon immer verdächtig. Wie zum Beispiel seine regelmäßigen Reisen in die Wälder vom Schwarzast. Lord Hart verbirgt ein finsteres Geheimnis, dessen bin ich mir sicher. Die Quest hatte ich auch noch gemacht. Das weiß ich noch. Aber ich weiß, dass es ihm im... dass ich... Ach so, aber er weiß, dass ich ihm im Nacken sitze. Er verwischt seine Spuren. Euch kennt er jedoch nicht. Also könnt ihr ihn ausspionieren und versuchen herauszufinden, was er verbirgt. Verlassen oder zurück? Was? Hab ich den Auftrag jetzt? Hi Quiz. Hallöchen. Zorgo, du Arsch. Ich sehe das jetzt erst. Oh Mann. Aber gute Reaktion. Das muss ich dir ja lassen. Ach da, Hart hat seine Gründe. Genau. Okay, ich habe den Auftrag. Da war ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich hasse dich trotzdem, Zorgo. So. Das hast du davon. Böse. Böse, böse. Hier komme ich übrigens nach... Dings hier, nach Sorpegal zurück. Fällt mir gerade ein, das mache ich jetzt auch schnell mal. Nach Katal kann ich leider noch nicht. Klatsch, ja, hier einmal einen Klatsch anhören und nach Sorpegal. Wie teuer ist das? 150 Gold, ja, na gut. Aber ich kann ja auf alle Fälle den Bestiariumsauftrag abgeben. Und ich überlege gerade, konnte ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das war es schon. Ja gut. Hätte ich prinzipiell auch ein bisschen später machen können. Alright, it's pretty, but it lacks a bit of green. So. Ich muss gerade kurz überlegen, wo der Auftrag nochmal gewesen ist. Bitte wieder öfter streamen. Ja, im Moment streame ich ja tatsächlich auch wieder öfter. Ich kam halt eine ganze Weile nicht wirklich dazu. Und ja, im Moment geht's aber. Endlich mal wieder. Mir hat das tatsächlich auch ziemlich gefehlt. So, das war aber noch nicht der gesamte Auftrag, das weiß ich noch. Jetzt muss ich nämlich 20 Kreaturen finden. So, ich kann mal gucken. Wir können mal durchzählen, wie viele das jetzt sind schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also rein von der Anzahl her haben wir die halt schon zusammen. Ich habe keine Ahnung,
wie viele ich wirklich finden muss, beziehungsweise will ich hier davon jetzt nicht zählen. Die Elite, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, da sind ja auch noch welche, die hätte ich beinahe übersehen. 6, 7 davon sind Elite. Aber das hatten wir beim letzten Mal schon. Selbst wenn man die Elite-Dinger alle rausgerechnet hat, waren es halt immer noch genug eigentlich. Ab Karfreitag 3 Tage frei. Achso, German frei. Ja, ja, klar. Dann muss ich wieder mehr machen. Nee, verbiete ich dir. Nein, Quatsch. So, okay. Also wie gesagt, ich verstehe das Prinzip dahinter nicht so ganz, was dann nun als Eintrag zählt und was nicht. So, nochmal kurz durchgucken. Nee. Asche zu Asche, nein. Sternschnuppe, das haben wir eben ja gerade gekriegt. Das auch. Verschollene Lämmer, da müssen wir, naja, gut, nach Katal halt. Zur Klippe auch, aber Katal kommen wir, glaube ich, zuletzt hin. Ach, Katal, das war... Ach, begleitet Edwin zum Wachturm, okay. Nach Kilburn, ja. Da. Ja, okay. Also Aufträge können wir nicht mehr abgeben. Quatsch. Hier war das, genau. Ich komme manchmal mit den Tasten doch ein bisschen durcheinander. Lichtmagie. Genau, das können wir hier schnell noch machen. Armbrustmeister, nein. Das geht nicht hier. Und Luftmagie. Mystik müsste ein Seehafen sein. Also da, wo wir jetzt gleich auch wieder reingehen. Ja. Also Luftmagie und Lichtmagie. Haben wir die beiden auch schon mal. Luft war hier an der Ausbildungsstätte. Ausbildungszentrum, so. Da. Luft. Und Licht war dort im großen Tempel. Final Fantasy 7 kommt raus. Ach so. Ja. Nee, dafür gebe ich dir nicht frei. So. Ja, was machst du jetzt? Einfach wegbleiben, ich weiß. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich hatte vorhin tatsächlich überlegt, heute ist ja die Demo von Resident Evil 3 rausgekommen, also von dem Remake. Ich hatte vorhin tatsächlich überlegt, dass ich heute stattdessen das zeige, weil ich weiß A nicht, wie lang die ist und B hätte ich dann in drei verschiedenen Streams auch drei verschiedene Spiele gehabt. Das wollte ich jetzt auch nicht. Abgesehen davon, wollte ich halt unbedingt auch das hier weiterspielen. Moment, ist hier noch irgendwas gewesen? Nö. Ach nee, Moment. Das war ja so komisch. Hier wird ja der dritte zuerst angewählt. So, Kutsche nach Seehafen. Ich merke gerade, ich trinke schon wieder zu wenig. Jo, alles klar, Darkflower. Dann bis dann und danke, dass du da warst. So, hier... Ach so, hier, genau, zum Mondkalb. Hier ist zumindest schon mal die Taverne. Experte für Dunkelmagie? Nee. Hier, Klatsch. Wie viel Proviant kann ich hier kaufen? Oh, auf 13 aufstocken. Nett. Ja, ich raste schon mal schnell. So, und was haben wir hier? Eda, ihr seid Owens Protégés, oder nicht? Lange nicht gesehen, wie klein die Welt doch ist. Er schenkt euch ein breites Lächeln und fragt dann nach einigen peinlichen Augenblicken. Ihr könnt euch nicht an mich erinnern, stimmt's? Natürlich können wir, ihr seid, ja, machen wir mal das. Nun, es stimmt, bei unserer letzten Begegnung im Hammerfall war ich noch ein kleiner Junge. Ich bin Romuald. Ihr erinnert euch vage an einen Straßenmängel dieses Namens, aber es liegt schon lange zurück. Und ihr habt das unbestimmte Gefühl,
als würde er euch tatsächlich noch Geld schulden. Sagt, ihr werdet nicht zufällig an, oder? Unterhändler. Nee, im Moment nicht. Ich meine, wir haben jetzt eh keinen Platz mehr, weil der eine kommt dann mit uns mit. Gelehrt. Oh! Oh, Erfahrungspunkte plus 10. Oh, nett. Ich glaube, die Quest werde ich mal ein bisschen behalten. Also noch nicht abschließen. Truhe? Okay. Oh, liegt hier. Oder steht hier einfach so rum, die Truhe. Let's find a nice inn with a nice fireplace and call it a day. Was? Ich hab doch gerade geschlafen. So. Das noch aufdecken. So, Moment, ich muss hier wieder ein bisschen mal hier rauf gucken. Wie gesagt, ich gucke halt immer nur auf die Karte. Was sind das hier für Geräusche teilweise? Ja. Ich mach gar nichts. So. Hier haben wir schon mal alles aufgedeckt soweit. Hier. Oh. Achso, nee, da bin ich schon drin gewesen. Genau. So, und hier ist das Zwergengebiet. Mir fällt auch gerade ein, ich habe immer noch die ganzen... Okay, das hätte ich jetzt eben auch in Sorpegal eigentlich schnell machen können. Die Sachen identifizieren. Na gut, jetzt ist es zu spät. So, wer bist du? Seid Schatzjäger, nehme ich an. Ah, der unternehmungslustige Geist der Jugend. Ich beneide euch. Ja, so. Du hast mir nichts Wichtiges zu sagen. Gregors Rüstzeug. Ah, ich kann mich auch noch an das Ding erinnern. Oh, ach, hier ist nochmal ein Experte der leichten Rüstung. Ja, toll. Hier gibt es gleich zwei Stück in der Stadt. Nee, der hatte auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, richtig gute Sachen im Angebot. Oh, das geht aber von Preisen. Ich wollte mich gerade sagen, die sind aber auch ganz schön teuer gewesen. Ja, wie gesagt. Na gut, aber ich werde sowieso erstmal hier das Zeug identifizieren. Und dann weiß ich ja, wo ich noch so ein bisschen Bedarf habe. Oh. Pulsierende schwarze Flüssigkeit, also gegen Dunkelmagie. Also Widerstand natürlich wieder. So, und hier sieht man das auf der Karte halt auch sehr schlecht, was schon erforscht wurde und was nicht. So, Eldgrims Haus. Ausbildung Meister mit dem Speer. Ja gut, ist noch ein bisschen früh dafür, aber schon mal gut zu wissen. So, du machst nichts, ne? Nö. So. So, das war das Haus von eben. Machst du irgendwas? Nein. Und hier kommt man auch schon wieder nicht durch. Also da hätte man eigentlich das hier weglassen können. So ist es ziemlich unrealistisch. Aber egal. Geilia Hudson. Und irgendeine Ausbildung hatte ich da eben schon gesehen. Ach, Meister der Feuermagie. Ah, das nehmen wir. 1500 Euro. Gut, das geht im Moment doch ganz schön ins Geld, aber das ist es wert. So, das heißt, wo war es hier? Genau. Da können wir jetzt nichts mehr rein investieren. Also da hat sie jetzt ihr Limit erreicht in Feuermagie. Und das heißt aber auch, dass wir uns jetzt auf andere Sachen konzentrieren können. Also mit ihr zumindest. So, hopp. Und dann sind wir hier aber auch fertig in im Zwergengebiet, nicht in der Zwergenstadt. Achso, Stavros. Stimmt, das war der eine, der da so rumstand. Okay, hier hat es eben auch ganz kurz mal geruckelt. So, hier kann man noch was aufdecken. Tada.
Okay, hier wird es jetzt ein bisschen nervig mit dem Aufdecken, weil es gibt halt so viele Felder hier. Also so viele Felder vor allem, an die man schlecht rankommt. Hier? Nee, okay. So, hier hatte ich doch eben jemanden gesehen. Mit Galen reden. Klatsch. Hm. Ich glaube, das sind genau dieselben Dinger, die man bei weiß ich wie vielen Personen schon in Erfahrung bringen konnte. So. Aha, ne, mit dir kann ich nicht reden. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll gerade. Na gut, machen wir mal. So ein bisschen systematisch. Also mit dem Aufdecken meine ich jetzt. So, so. Also selbst die Dorfbewohner sind schon gelangweilt hier von meinem Spielstil, aber egal. So. So. Gut, dann haben wir das auch. Die Dienstzipfel können wir noch schnell machen. Dann, naja. Klatsch. Ah ja, stimmt, die Nagas gab es ja hier auch. Im Seehafen. Stimmt. Da gab es auch ein paar sehr interessante Lehrer, das weiß ich noch. So, hier ist noch ein bisschen was. Ah, Schatztruhe. Gold. Ich habe immer noch niemanden gefunden. Ach, Moment. Das Ding wundert mich irgendwie. Ahoi, ich bin Stener Rackenwaldson, oh Gott. Genannt Schlaumeier vom Starkammer-Clan. Wie kann ich euch helfen? Klatsch. Oh ja, du. Gut. Das sieht nämlich so ein bisschen aus. Moment. Nee. Sieht so ein bisschen aus, als wenn man hier irgendwas machen kann. Also so einzelne Statuen sammeln oder so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Bewandtnis hat. Irgendwann mal. Ah, hier können wir aber identifizieren. Hopp. So, hier nochmal. Achso, nee, da auf das Kästchen kommen wir nicht rauf. Ausrüstung bestimmt. Meister mit der Armbrust. Oh, Moment. Stimmt, er hat ja schon. Oh, das Gold ist ganz schön runtergegangen. Also es kann sein, dass wir jetzt auch ordentlich was dazu kriegen. Also ein bisschen was kriegen wir auf alle Fälle dazu. Ja. Oh, war ganz schön viel Klatsch gerade. Nee, weil wir jetzt neue Ausrüstung anlegen werden. So, mal ein bisschen so geordnet. Plus 4 Widerstand, plus 2 Magie. Hm. Ach nee, Quatsch. Hier, plus 5 Widerstand gegen Erdmagie und plus 3 Wahrnehmung. Ich hatte wieder auf das Falsche geguckt. Das kriegst du auf alle Fälle du. Allein wegen der Wahrnehmung. Und Erdwiderstand passt irgendwie auch zu einem Zwerg, würde ich sagen. So, dann haben wir wasserabweisende Brigantine der Muskelkraft. Widerstand gegen was? Wasser und 100% Schutz gegen Schwäche. Leichte Rüstung. Achso, ja, ich sehe doch da an der Seite, was er aktuell trägt. Hm. Das, was er jetzt trägt, gibt halt plus 1 gegen alle Magieschulen. Und Schutz vor Gift. Ja. Die ist schon noch ein bisschen besser. Aber, kannst du die vielleicht gebrauchen jetzt? Moment, machen wir so. Nee. Du kannst sie nicht tragen, richtig? Nee. Okay, also die kommt dann weg. Gehen wir mal hier zum Schuhen. Widerstand 7 gegen Dunkel. Und plus 3 Dolche. Hm. Irgendwie mal. Oh, hier. Ich meine, gut, das plus 3 Dolch bringt ihm halt so überhaupt nichts. Aber egal. So, wir haben hier noch ein Vitalitätselixier, das kriegst du. So. Das packen wir mal da oben schon mal hin. So, 10 Widerstand gegen Erdmagie. Den hebe ich mal kurz auf. Da gucke ich dann einfach, wer noch einen Ring brauchen kann nachher. Nochmal 10 Widerstand gegen Erdmagie, okay.
Ja gut, dann kann ich die doch direkt schon anlegen. So und so. Schutz vor magischer Schwäche. Ja, kriegst du einfach mal. Allein schon, weil du da noch einen Slot frei hast. Ne, die kann ich gleich wegwerfen. Achso, das ist ein Streitkolben, genau. Ne, den können wir nicht gebrauchen. Und hier mal kurz gucken. Na, du sollst die auswählen. Ich glaube auch nicht, dass die besser ist. Obwohl, Rüstungswert ist schon mal ein bisschen besser. Aber, ja gut, die andere hat nochmal plus 10 Rüstungswert. Also, nee. Im Endeffekt, ich meine, es ist eine schöne Rüstung, aber ich habe einfach schon eine bessere. Gut, dann können wir das alles verkaufen. Weg. Und, ja gut, hier muss ich wieder bestätigen. Oh, plus 5734. Ich sage ja, wir kriegen doch wieder einiges an Geld zusammen. Hopp. Ich will das mal ein bisschen sortieren hier. So und so. Die dahin. Das dahin. So, und die beiden Rollen packe ich dann dahin. So. Haben wir schön sortiert alles. Mehr war hier nicht, ne? Nö. Wir sind wieder bei fast 10.000 Gold. Das ist doch okay. So. Hier noch schnell alles aufdecken. Was? erstmal hier. Hier, da weiß ich noch, da geht's zu den Nagas. Da will ich dann zum Schluss hin. Und hier war... Oh Gott, diese Lache. Hilfe. Ein Flaschengeist. Ich heiße Sana. Vielen Dank, dass ihr mich aus dieser schrecklichen alten Lampe befreit habt. Ja gut, bisschen Klatsch halt. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht so eine Anspielung ist. An Might Magic 6. Ich meine, da gab es zwar auch so eine Lampen, aber die sind ja nicht von Might Magic 6 irgendwie erfunden worden oder so. Oh, Kirchenbibliothek. Neue Zauber. Ausbildung, Experte magischer Foki, ja gut. Oder hat keiner, ne? Nö. So, ein bisschen Klatsch wieder. Und Zauber lernen. Ich guck mal kurz, was... Reinigendes Licht. Oh, Flüche. Okay, den nehme ich mal mit. Der kann vielleicht mal nützlich sein. Und heilen natürlich. Diese Gesänge hier im Hintergrund. Okay, nee. Also klingt ganz nett, aber ich glaube, sie macht im Moment mit ganz normalen Angriffen schon noch mehr Schaden. So, hier ist nichts Besonderes. Oh, aber unsere Magierin kann ja jetzt doch einiges wieder kaufen. Blitzstrahl. Ja, den nimmst du mal mit. Adelauge haben wir schon einmal. Nee, lass ich erstmal. Okay, es gibt für sie gar keinen Feuerzauber mehr hier. Na gut, vielleicht bietet er die, oder er sie, keine Ahnung. Nur einfach nicht an. Das kann natürlich auch sein. So, Kirche. Mal schauen, was wir hier noch Schönes haben. Meister der Lichtmagie. Also, na gut, hätte mich jetzt auch gewundert. Und ein neuer Auftrag. We're here to help. Was? Achso. Okay, irgendwie fehlte mir das Geräusch da gerade. Herstellung, kurieren, auferstehen, nichts Neues. So, dann, hier. Moment, erstmal hier lang, dann haben wir nämlich den Weg hier auch abgerundet quasi.
Hier geht's lang. Moment, erstmal hier, dann ist der Weg auch geschlossen. Und dann haben wir tatsächlich... Hilfe. So, haben wir die Stadt tatsächlich auch fast komplett erforscht schon. Es fehlt eigentlich nur noch das Nagerviertel, naja gut, und das Haus hier. Und da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Alfred, es tut mir leid, aber mein Herr ist heute nicht anwesend. Kommt bitte morgen noch einmal, vorzugsweise am Nachmittag. Okay. Ja gut. Hart hat seine Gründe. Aber wie war das jetzt? Weil dann kann ich nämlich den Auftrag eventuell schon mal ein bisschen fortführen zumindest. Ah, ich glaube, ich weiß wieder wie. Was geht denn da eigentlich vor? Moment. Egal. So, ich glaube, mit der Wache musste ich nämlich reden. Also nachts, genau. So. Und ab jetzt können wir Hart nachts in einer bestimmten Höhle finden. Daran erinnere ich mich noch. Hier sind auch schon wieder diese Grafikfehler. Also ich glaube nicht, dass es wirklich so aussehen soll, wie es da aussieht. Aber egal. So. Wie gesagt, Nagerviertel. Da ist auch ein Fass. Kursierende blaue. Müsste Wasser sein, ne? Ja, gegen Wassermagie. Yes! So, ja. Also wir haben hier generell eine Menge Lehrer. Oh Gott, der Hund ist hinter mir. So. Hier ist aber noch nichts für uns dabei gewesen. Was haben wir hier? Nichts. Okay. So. Einmal alles aufdecken. Hier ist noch ein Dojo. Hier gab es auch noch Lehrer, das weiß ich. Irgendeinen hatte ich auch benutzt bei meinem anderen Spiel schon. Ach, Arcane. Ach nee, nicht Arcane Disziplin, aber Mystic. Genau, Mystic war das. Den gibt's hier. So. So. Klatsch Dojo. Dojo, nicht Dojo. Experte mit dem Schwert. Nein. Leichte Rüstung. Nein. Das ist schon der dritte Experte für leichte Rüstung in der Stadt hier. Bisschen komisch verteilt. Luft, nein. Primär, nein. Okay. Gut, aber Mystic. Das ist schon mal eine Menge wert. So. Hier lang. Und hier noch ein bisschen aufdecken. Hier war irgendwo... Ich weiß gar nicht mehr genau, was hier gewesen ist, aber ich glaube, irgendwie eine Schatztruhe oder so war hier noch. Ja, Tatsache. Oh, bisschen Gold. Ja, nehmen wir. So, das war's aber auch schon, oder? Oder ist hier noch irgendwo was? Nö. Gut, ja, dann sind wir mit der Erforschung hier fertig. Ah, Mensch, ich wollte an dem Brunnen vorbei. So, einmal hier rüberlaufen. Und da ist der Ausgang. So, an sich ist ja alles, ja, wir haben Nahrung. Wir sind... Ja, okay, ganz ausgeruht sind wir, glaube ich, nicht mehr, aber das soll mir jetzt egal sein. Wir haben genug Nahrung, wir können es notfalls zwischendurch mal hinlegen und schlafen. Na komm. Mach. So,
Gut, aber um die Erforschung des Restes werden wir uns dann beim nächsten Mal kümmern, würde ich mal sagen. Also ich überlege jetzt gerade. Moment, erstmal raus hier.